Folge 249 von Simotrans. Wir sind wieder an diesem Bahnhof, den wir letztes Mal hier ausgelagert haben. So sieht's fast aus. Wir wollen das alles wegmachen, das Gleis wegmachen und hier überlegen wir, ob wir da noch was anderes rausmachen. Allerdings ist die Überlegung eigentlich relativer Blödsinn, einfach aus dem Grunde, weil, bringt ja gar nichts, weil wo sollen die Personen hierher kommen? Hier ist gar nichts in der Nähe mit Stadt oder sowas. Höchstens die Arbeiter von hier oder sowas, ne? Aber sonst macht das jetzt nicht so viel Sinn, da Personen hinzumachen. Okay, WASD funktioniert wie immer nicht, ne? Pfeiltasten sind gefordert. So, das heißt, wir packen mal diesen Zug an und schicken den erstmal woanders hin. Zum anderen halt. Tierfutterfabrik, Döbeln. Und tschüss. Und dann können wir diesen Bahnsteig hier mal bearbeiten, würde ich sagen. Wir wollen den ja länger machen, ne? Also machen wir den erstmal so auf schick. Gehen dann dahin und trennen das Gleis mal da weg. Und das Gleis bis nach da weg. Und dann müssten wir das länger machen, indem wir hier eine schöne Mauer bauen, die dann so aussieht, ne? Also, okay. Ah, super, das hat geklappt. Ja, machen wir gleich. Jetzt passt es wieder. So, das waren 10, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Dann gibt es diese Schräge. Und dann gibt es das Gleis in 160 so lang. Darüber. Und dann den Bahnhof gebaut. So 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Einer zu viel. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Wo kürzen wir? Ja, wahrscheinlich da oben. Ne, machen wir das. Dann ist er weg. Gut. So, Strom muss dran. Passt. Ja, passt. Gleis ist fertig. Es ist nur die Frage, wo landet ein Zug, der da lang will. Ja. Er steht jetzt hier irgendwo, warte auf freie Strecke. Weil hier alles voll ist, will er da nicht reinfahren, okay. Fahrplan. Fahr du mal woanders hin. Und fahr du mal auch woanders hin. Und die können auch wegfahren. Jetzt machen wir sofort hier erstmal Gleise weg. Gleise weg. So, dann sollen die da hinten irgendwann hinfahren. Müssen wir aber erst gucken, ne? Da müssen wir noch einige Punkte dann umändern. Da kommen ja gleich die Meldungen, findet keinen Weg mehr und so, ne? Fahrplan. Weg. Ja. Und Fahrplan. Weg. Und wenn die dann weg sind, abbauen. Und der fährt dahin, okay. So, der findet jetzt keinen Weg mehr. Das bedeutet, wir müssen die Linie aufnehmen. Der kann erstmal zu. Der kann auch zu. Und die Linie zum Bearbeiten. Und dann gehen wir dahin. Der sitzt da.
Und dieser freie Wegpunkt kommt jetzt einfach dahin. War nur ein freier Wegpunkt, können wir rauslöschen. Und fertig. Und wollen hoffen, dass der dann wieder fährt und auch an die richtige Stelle. So, hier schnell löschen. Sehr schön. So, er kann jetzt natürlich nicht, ist klar. Das dauert jetzt, bis er wahrscheinlich wieder weiß, wo er hin muss. Ist jetzt nicht so spielentscheidend, ne? Lupe. Zug. Fahr woanders hin. Wieder noch bis schon einer Rundreise hast du schon einmal gemacht, ne? So, das. War ein Bahnhof hier, oder? Wie soll man das sagen? Braucht kein Mensch mehr hier. Kann weg, oder? So, dann brauchen wir hier vielleicht noch sowas. Und da lassen wir es so. Gut. Kann weg. Da auch noch irgendwie ein Signal, ne? Das sieht nur so aus, oder? Und kann weg. Ich glaube, das ist nichts, ne, oder? Ich kann es nicht deuten, was das ist. Ob es was ist hier, dieses Teil da. So. Weg. 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 Jetzt machen wir da ordentliche Signale gerade einmal hin. Ja, komm. Irgendwann müssen wir das mal richtig machen, ne? Das ist schon mal gut. Und das ist auch so gut. Das ist auch so gut. Da haben wir Ausfall Einfahrt gemacht. Jetzt müssen wir das Signal dann noch wegmachen. Das steht nämlich auch an der doofen Stelle. Das hier erstmal. Und ich hoffe, das war da. Ja, haben wir Glück gehabt. Setzen da erstmal noch ein neues hin. Und setzen da noch ein neues hin. Die anderen nehmen wir mal weg. Die sind nämlich relativ nahe hier. Ja. Da ist noch eins. Kann auch weg. So, jetzt haben wir das einigermaßen hingekriegt. Jetzt findet er keinen Weg mehr. Das müssen wir dann ändern. Er braucht einen neuen Weg in der Linie. Einfügen. Passt. Steht nichts von 100% oder sowas, kann also einfach ausgelöscht werden. Passt. Passt. Weg. Das war immer noch der gleiche, glaube ich. Ich habe jetzt einen anderen zugemacht. Naja, dann meldet sich der andere auch noch, oder? Ah, er fährt schon. Der hat schon geschnallt. Alles gut. Das kann zu. Wir fahren darüber gerade. Ist die Richtung richtig? Ja, gar nicht mal so weit weg, ne? So. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Hier müssten eigentlich welche stehen. Tun sie aber nicht, ne? Da standen ja eben 1, 2, 6 Züge. Die müssten alle hier hin, ne? So, das machen wir erstmal weg. Das auch. Kommen die denn wieder oder kommen die nicht wieder? Ah, hier unten steht nur einer. Ja, komm, lass den mal einmal hier. Oh, der hat einen freien Wegpunkt.
Dann ändern wir den auf jeden Fall gerade. Aber den müssten wir nicht da ändern, sondern da ändern. Wo er dahin fährt, ist ja eigentlich schon fast egal, ne? Das ist der, ne? Genau. Und dieser hier kann jetzt rausgelöscht werden. Der hat aber auch nichts da drin stehen, also passt so. Findet keinen Weg mehr, okay. Ob das jetzt hier so richtig gelaufen ist gerade, oder habe ich aus Versehen irgendwie... Also es geht ja um ihn, ne? Der ist offen. Ah, da oben ist er offen. Immer noch freier Wegpunkt drin. Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich ihn zugemacht, oder? Bedient Linie, genau. Das ist jetzt unser Problem. Ich glaube, er sollte diese Linie bedienen, oder? Ja, das wird er gewesen sein. Warum er jetzt nicht mehr auf der Linie ist, weiß ich nicht. Stahlwerk, Altenau, Maschinenfabrik. Weg. Stand Homli nicht Güterzug davor oder sowas. Ja, stand wohl doch davor. Wahrscheinlich GZ, ne? Stahlwerk, alte Maschinenfabrik, ich glaube. Ist das das Stahlwerk Altenau? Ja. Müsste der sein, oder? Er fährt auf jeden Fall dahin. Gut, das weg. Das Fenster ist erledigt. Das ist weg, das ist weg. Wieso er jetzt von der Seite kommt, weiß ich auch noch nicht, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir hier noch ein paar Signale machen, die passend sind, oder? Lass uns das mal gleich regeln. Ich würde sagen, hier ist die Ausfahrt. Hier kann kein Signal gebaut werden, weil da auch schon eins steht. Und dann machen wir das so. Und hier ist die Einfahrt. Und da gibt es das Haltesignal hier oben. Dieses. Kann eigentlich auch ruhig in der Kurve stehen, oder? So. Passt. Da steht noch ein Signal, das muss weg. So, und jetzt müsste er hier gleich sowieso wieder fahren, oder? Zack. 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 Fährt schon. Hat er schon erledigt. Gut, sehr gut. So, dann ist das auch geklärt. Die können da rein und raus fahren. Die fahren jetzt auch wunderbar hier oben lang. Und hier wieder raus. Blockieren also auch nichts hier, wenn da was sich stauen sollte. So, dann gucken wir jetzt hier unten mal durch. Jetzt steht schon tatsächlich ein Zug da drin. Der fährt aber auch schon wieder raus. Und niemand meckert gerade. Sollte erstmal funktionieren, oder? Fährt er da rein? Ich hoffe es, ne? Ja, er fährt da rein. Ja, die müssen wir dann noch verlängern und dementsprechend anpassen, ne? Muss man dann mal sehen. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Ich
Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Bahngleis je benutzt wird. Da muss einer ein Ziel drauf haben, dann funktioniert's, ne? Wir werden es demnächst sehen, wenn sich hier irgendein Stau bildet, würde ich sagen. Jetzt fährt er tatsächlich durch. Hat aber nichts geladen. Hier bleibt keiner mehr stehen. Da passt wahrscheinlich auch nicht was, oder? Der muss warten, weil irgendwo noch nicht frei ist. Wahrscheinlich hier, ne? Jetzt kann er. Oder hier ist noch nicht frei. Keine Ahnung. Naja, jetzt fährt er auf jeden Fall wieder. Gut, dann ist hier auch noch eine Verlängerung dran. Machen wir mal alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.